Hallo und willkommen zurück auf dem Kanal. So, da sind wir auch wieder. Da kommt die Überfallgruppe und deswegen würde ich mal sagen, machen wir mal hier eine kleine Armee auf. Und zwar alle. Her zu mir. Rekrutieren. Olga. Komm her. Wieso kann ich... Ach, der Service. Du kannst nicht, weil kein Bock in dem Fall, oder? From the kingdom, there's always something. Ach Mensch. Junge, 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 Junge. Nimm doch auch das richtige Zeug. Oh, die haben auch einen Bogenschützen. Toll. Aber es hat geklappt. Wir haben die Räuber besiegt. Perfekt. Ihn hat es wie immer umgebrezelt. Und hier. Warum aber auch immer ich sie nicht damit reinnehmen konnte, das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Aber ja gut. Aber wir haben auf jeden Fall den Angriff gewonnen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Wir bekommen Riemen, das ist noch besser. Liefert 3 Holz an Bergbaulager. Aha. Ja, glaube ich jetzt auch noch. Auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal kurz das Essen unterbringen. Sodala. Wir haben Hunger. Das. Den geräucherten Fisch. Ah, das ist ja geschickt. Nein, das nicht. So, weil ich will den Schlammsammler freischalten. Wir brauchen jetzt mal 5 Stein, 4 Dingsbums. Kann ich euch nicht einfach irgendwie... Nee. Es dauert jetzt halt wieder eine Zeit, bis die zwei wieder auftauchen. Ist halt leicht doof. Aber ja, was wollen wir machen? Holz brauche ich. Nein, 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 nein. Falsches Lager. Das wollte ich. Eins. So, die können weg. Fell ist da auch drin, ne? Ja. Sehr schön. Find's auch gut, dass du halt echt nicht überladen sein kannst in dem Spiel. So, aber dann können wir da eigentlich auch den Knüppel reintun. Dann habe ich den mal weg. Genau, ich kann hier wieder auffüllen. Gut. Zwei waren es, glaube ich.
Halt. Halt. Dahin. Genau. Und halt nochmal zwei Baumstämme. Wetni steht immer noch da hinten. Muss, glaube ich, mal gleich gucken, ob die sich irgendwie festgepackt hat oder so. So. Wo ist die gute Frau? Irgendwo klemmt die doch. Was fehlt? Holz und Flachs. Okay. Ich sehe es kommen. Die steckt irgendwo da oben in den Steinen fest. Anders kann ich es mir tatsächlich gerade nicht vorstellen. Oder hast du Angst vor Wölfen? Falsch rum. Wo ist die? Untersuchen. Sind noch in Kampfstimmung. Schön. Cool, die ist hier oben festgepackt. Das freut mich. Perfekt. Kann ich dich vielleicht irgendwie... Siedlung, Bevölkerung... Ah, ich kann gar nichts machen. Perfekt. Ich finde es ja schön, dass wir die Sachen gestackt rausnehmen können, aber selber nicht stacken können. Ich hoffe tatsächlich, dass das noch dazu kommt. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich speichere kurz und lade nochmal neu. Weil, ja. Ist halt schon ein bisschen sinnvoll. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Damen und Herren. Ich habe es hingekriegt. Ich habe neu geladen. Ein, zweimal. Und dann war die Gute auf einmal wo ganz anders. Aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Die zwei sind wieder am Leben. Sie sind auch verarztet. Das passt alles. Und ich gehe jetzt gerade nach Petsto. Komm schon. Nein, ich habe ihn nur angeschossen. Weil wir brauchen ja Fell. Ich bin jetzt nämlich dran, dass wir die Dorfhalle erforschen. Weil, ja, ich würde mal ganz gern weiterkommen. Auch Ausdauer. Du siehst mich nicht. Sehr schön. Ja. Und ich kann es euch zeigen. Weil... Wenn wir die Dorfhalle haben, wir haben ja nämlich jetzt den Wassersammler. Mit der Dorfhalle kriegen wir halt die Sammelhütte. Und die hat sich jetzt auch irgendwie verschoben. Wir haben jetzt aber, wir können jetzt Sachen anbauen. Und wir können nämlich dann durch die Dorfhalle bekommen wir...
die Scheune, den Holzfäller, das Dorfhaus, die Hütte und den Werkzeugmacher. Das wäre halt doch schon echt gut. Und die Weberhütte. Und da sehe ich mich halt schon. So, jetzt wäre ich ganz froh. Sehr gut. Wo bin ich eigentlich jetzt? Hier war ich noch gar nie. Da müssen wir hin. Okay. Ja, bin ich mal gespannt. Also falls einer von euch was weiß, ich würde gerne wissen, beziehungsweise ich suche eigentlich nach Lehm. Beziehungsweise Lamm. Torf. Whatever. Irgendwo muss das ja sein. Und so wie es aussieht, habe ich glaube ich schon was gefunden. Jo. Oh, noch einer. Ach, musstest du wegdrehen. Ja, hier ist Leben auf jeden Fall. Wo ist er denn jetzt? Der, wo da hinten rennt. Oh. Ich habe vorher einen direkt gewone-shottet, weil es ein Headshot war, aber irgendwie interessiert das nicht immer oder es kommt drauf an. Was ist das? Oh, eine Händlerin. Hallo. Hallo, how can I help you? Was verkaufst denn du? Oh, gegrillt. Oh, wow. Verkaufen, getrocknete Beeren, kleine Stück geräucherte Schnur. Also ein Fisch, bin ich ganz ehrlich, den zwirbel ich mir jetzt rein. Danke. Wo ist der? What brings you to my humble abode? Jetzt. Danke. So, da haben wir auch mehr Leben. Ach so, aber jetzt habe ich mein Dings verloren. Naja, egal. Da hinten sind Banditen. Jo. Da ist auch noch irgendwas. Ah, das Erkunden in Spielen, wenn man an manchen Stellen noch nicht war, ist einfach cool. Das ist ein Dorf. Tollpatsch. Mind your business. Was macht ihr beiden hier? Belästigt ihr diese Leute? Wir, nein, wir sind nur hier, um uns auszuruhen und etwas zu trinken. Wir sind normale Reisende, genau wie du. Vielleicht nehme ich dich mit nach draußen. Was hältst du davon? If you have any problem with that, you should speak with him. Nothing you can do, young pup, so get lost. Okay. Was hast du auf Lager? Sal? Ui, der hat aber viel. Kartoffeln. Würde gern mal Kartoffeln finden. Nee, ich will hier nicht schlafen. Ich würde ja mal gern Kartoffeln und so finden. Dann könnten wir die nämlich anbauen. Das wäre schon cool. Oh, da ist ein Banditenlager. Okay. Wie viel sind das? 3, 5. Bisschen viel für mich alleine. Aber muss sagen, also die Gegend ist schon sehr, sehr schön gemacht. Wenn du mir jetzt sagst, dass du dass ich eine Angel bei dir klauen kaufen kann. Hallo. Welche Gegenstände hörst du mir zum... Okay. Oh Mann, wieso verkauft denn ihr keine Angeln? Könnt ihr irgendwie helfen? Das ist außen von jemand, der weiß, wann sich eine gute Gelegenheit bietet, ehrliches Geld zu verdienen. Braucht die Hilfe eines Reisenden wie dir. Ich jage seit Jahren einer Legende nach, der schwer fassbaren goldenen Forelle. Ach Gott im Himmel. Goldene Forelle, ich nehme an. Ja, okay, komm, also
Padstow Village Elder is the only person known to have caught one. I've tried tackling this alone, believe me. I used all the that's where you a fat bag of coins for your Okay. Goldene Schuppe Teil 1. Was soll ich noch? Irgendwas? Okay. Ich hätte jetzt gehofft, der verkauft uns vielleicht eine Leiter, wollte ich gerade sagen. Eine Angel. So wie es aussieht, ist da wieder Dings. Patrick Pelter ist neutral. Was war er davor? Siedlung, Bevölkerung. Ich weiß immer noch nicht, warum sie das Ding hier hat. Genau, hier ist auch Lehm. Sehr schön. Ja, und jetzt müssen wir gleich in Padstow sein. Hier sind die Mauern. Ich hoffe nur, ich werde dieses Mal nicht wie im Playtest von den Wachen niedergeschossen. Weil Banditen angreifen. Da hätte ich halt echt nicht so das Rieseninteresse dran, falls ihr versteht, wie ich meine. Ja, da sind wir ja auch schon im Padstow. Also, mit... Nein, du bist der Tavernen-Heini. Buchhändler. Weil wir haben ja 733 vielleicht. Wir sind in der Niederung von Betrügern und Schlägern umgeben und du könntest einen von ihnen sein. Passt. Ich wollte gerade sagen, wir könnten ja mal wieder Ausschau halten nach neuen Leuten. Du hast... Kann ich dir bei irgendwas helfen? Oh Himmel. Du da, bitte. Das ist meine Kuh, siehst du? Diese verdammten Wölfe, sie haben sie furchtbar zugerichtet. Sie liegt da und winselt vor Schmerz und ich bin am Ende meiner Weisheit. Ich mache mir Sorgen. Ich kann meine anderen Tiere nicht alleine lassen. Ja, komm, ich mach das. Alles gut. Ich muss zum Kräuterkunde. Ich dachte, ich muss die Wölfe. Da ist ein Ausrufezeichen. Willst du zu uns? Benötigt Vertrauenslevel-Beschützer. Okay, ich gehe später von... Pennen die alle? Okay, dann schnell zur Taverne. Hoffentlich ist der noch nicht im Pennen. Schlaf bis zum Morgen. Schlaf wurde nicht bezahlt. Ach, komm schon. Das ist so... Das ist so dämlich, dass die um... Was weiß ich, wie viel Uhr? Was ist... Kurz nach 8 die Randsteine hochklappen. Das ist wie auf dem Dorf manchmal, hey. Ja, in dem Fall... Ich laufe mal wieder zu unserem Dorf. Ach, warte mal. Kann ich hier eigentlich dann so ein Dings hinstellen? Geht das? Ah, muss 9. Ah, okay. Muss er mindestens 100 Meter vom Dorf weg sein. Ja, das wird halt schon sehr viel Zeit sparen, ne? Baumstamm, Holz, Rohstein. Oh, hahaha. Und dann hätte ich jetzt noch gern den Hirsch. Schneit das? Wir sind ja noch weit entfernt vom Winter. Oh, ist der Hirsch. Oh, da sind Banditen. Hättest du auch einfach weiterlaufen können, Junge.
der hat eine Axt. Der tut weh. Du mich auch. Ihr könnt mich mal. Gott sei Dank hat der einen Verband dabei. Oh, da kommen noch mehr. Das ist nicht so gut. Wo ist dein Zeug? Da. Es ist doch Winter. Oh, der ist ein bisschen stärker. Sehe ich das gerade richtig? Mein Schild ist kaputt? Oh, komm schon. Ja gut. Würde man sagen, dies und andere Dinge. Cool. Komm schon. Funny. Der ist wirklich gut ausgerüstet. Nee, okay. Ich will mich jetzt nicht unbedingt bei euch beschweren, aber hier sind echt merkwürdige Leute bei euch im Dorf. Danke fürs Niederknüppeln. Kann ich den jetzt plündern? Nee, schade. Ja gut, in dem Fall, wenn es euch gefallen hat, ne, Daumen nach oben da lassen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder hier und hoffentlich die Quests abzugeben. Dann bis zum nächsten Mal. Liken, abonnieren und ganz hart kommentieren und euer, wie gesagt, Tschüssikowski.